Das ist Bardosz Gábor. Er lebte von 1848 bis 1892 und er wurde in der heutigen Slowakei geboren, verbrachte aber seine Kindheit hier in Győr. Er war unter anderem Parlamentsabgeordneter und hat immer sehr viel für seine, nicht Heimatstadt, sondern die Stadt, in der er aufgewachsen ist, eben Győr, getan. Er hat zum Beispiel den Oberlauf der Donau reguliert, mit der Folge, dass es keine Hochwassergefahr mehr gab. Und er hat später als Verkehrsminister auch dafür gesorgt, und das ist etwas, woran sich heutige Politiker ein Beispiel nehmen könnten, er hat die Bahn in die Gewinnzone geführt. Aber er ist, wie gesagt, schon mit 44 Jahren sehr jung verstorben. Und aus diesem Grunde ist er eben doch nicht so bekannt wie eben ein István Széchenyi.